Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erstelle ein Sim-Video. Ich habe das Gefühl, es ist ewig her, seit ich euch das letzte Mal eine Familie für Sanmashuno gezeigt habe. Ich habe eben mal nachgeguckt, es ist 4 Wochen her, also jetzt nicht so furchtbar lange, aber schon ein bisschen. Und jedenfalls, wir erstellen wieder eine Familie für Sanmashuno, damit unsere Sims, die wir im Let's Play spielen, die dann kennenlernen können und mit ihnen befreundet sein können oder auch generell, dass wir sie einfach sehen in der Stadt. Und hier erstellen wir gerade Dean Watson und es gibt irgendwie schon einen Dean Watson, also im echten Leben meine ich, der recht bekannt ist für irgendwie Therapie mit Musik, auf irgendwie mit Einfluss auf Kopfschmerzen und irgendwie Muskeln und Knochen und lauter so Sachen. Und ich weiß das deshalb, weil ich finde den Nachnamen Watson total cool. Und ich dachte mir so, der Nachname ist ja so ein bisschen halt ist Englisch und dann hätte ich gerne einen Vornamen, der dazu passt, also der vielleicht auch Englisch wäre. Welche Namen gibt es denn von Leuten, die noch nicht irgendwie furchtbar, furchtbar berühmt sind? Weil, keine Ahnung, bei Watson fällt einem direkt viel ein. Also angefangen von John Watson von Sherlock Holmes und so. Und es gibt kaum noch Watsons, die noch nicht berühmt sind in einer Vornamen-Nachnamen-Kombination von Vornamen, die mir eingefallen sind. Also ja, auch Dean Watson gibt es bereits, aber irgendwie, ich habe irgendwann zwischendrin beschlossen, dass mir das dann doch egal ist. Und hier, Dean ist ein Koch und er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Koch in Sanmashuno. Er ist außerdem ein Geek und ein Einzelgänger. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sehr gut befreundet wäre mit Ophelia Noir. Ich kann euch das erstelle ein Sim-Video auch hier mal irgendwo verlinken in der Ecke. Jedenfalls, sie sind beide von ihrer Ästhetik, von ihrem Erscheinungsbild her so ein bisschen altmodischer und sehen vielleicht auch so ein bisschen konservativer aus, sind aber vielleicht von ihren Ansichten her gar nicht mehr altmodisch und sind beide auch so sehr liebenswert, aber sehr zurückhaltend und irgendwie leise. Und ich könnte mir total gut vorstellen, dass die beiden irgendwie manchmal so zusammen ins Theater gehen oder zusammen in ein Konzert gehen oder so und irgendwie so kulturbezogene, aber eher so ein bisschen stillere Sachen zusammen machen. Und ich habe ihm auch ganz viele Kleidungsstücke aus dem Vintage Glamour Accessoire Pack gegeben. Er ist als erfolgreicher Koch auch ja recht wohlhabend, also er, sein Lebensgefährte und die beiden Kinder leben zusammen in einem recht großen Apartment am Businessviertel, das kommt auch noch heute. Und hier haben wir schon seinen Lebensgefährten Jareth Watson und der ist anders von seinem Stil her, der ist, denke ich, einiges moderner. Ich glaube aber jetzt zum Beispiel beim Apartment hat er schon hauptsächlich Dean einfach alles überlassen und gesagt, so mach wie du magst, es ist mir egal. Und er hier wünscht sich eine große glückliche Familie, ist aktiv und familienbewusst und im Moment auch noch Katzenfreund. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Merkmale genauso bleiben, weil es ist schon echt lange her, seit ich die Sims erstellt habe. Ihr kennt auch schon einen Sim aus dieser Familie, und zwar ihre Tochter Cassie Watson. Und zwar ist die in der Gruppe von Oliver aus unserem Apartment Nummer 4 Let's Play bei den Nerds dabei. Und der Grund, warum die Sims jetzt erst kommen, obwohl ich sie schon eine ganze Zeit lang erstellt habe, ist einfach, ich habe diese Sims erstellt und ihr Apartment erstellt. Ich erstelle das meistens relativ zeitnah, damit ich auch halt noch weiß, was ich mir bei den Sims vorgestellt habe und wie deren Apartment aussehen soll und so. Und ich war mir irgendwie so ein bisschen unsicher über das Apartment, ob mir das gefällt oder nicht. Und deshalb habe ich das so ein bisschen herausgezögert, weil ich dachte, naja, vielleicht änderst du das nochmal oder versuchst es nochmal oder so. Und dann war ich vor ein paar Tagen nochmal im Spiel und habe mir das Apartment nochmal angeguckt und war dann so, wisst ihr was, eigentlich gefällt mir das. Und irgendwie so, doch, eigentlich stehe ich dazu. Und deshalb kommt das dann heute irgendwann später. Und deshalb hat es ein bisschen gedauert, bis diese Sims dann rauskamen sozusagen. Und hier, ich glaube, Jareth habe ich entweder zum Geheimagent oder zum Polizisten machen werden lassen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war auf jeden Fall eine Karriere, die ich auch irgendwie mit Athletik verbinde, die aber nicht die Sportlerkarriere war. Und wie gesagt, die beiden haben zwei Kinder, zwei Adoptivkinder eben. Einmal Cassie, die halt eine Teenagerin ist und dann Tommy, der noch ein Kind ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die eine sehr liebevolle, glückliche und harmonische Familie zusammen wären und vielleicht auch recht viel zusammen unternehmen würden. Also zum Beispiel, Cassie ist auch, hat so dieses Geek-artige auch übernommen irgendwie von ihren Eltern und ist da halt auch sehr interessiert. Und Tommy ist ein sehr, sehr intelligentes Kind und ich könnte mir halt vorstellen, dass die vielleicht
ja, zusammen auf Festivals gehen in der Stadt, wirklich so Familienausflüge machen, was zusammen unternehmen, zusammen in den Park gehen an Sonntagen, lauter so Sachen. Und dass die Eltern vielleicht auch viel über ihre Kinder wüssten. Also so, keine Ahnung, wer gerade ihre Freunde sind und was sie gerade beschäftigt und lauter so Sachen. Und hier ist Cassie und Cassie hat so Spaß gemacht zu erstellen, weil sie so bunt ist von ihrer Art her. Und ich habe bei ihr auch so ein bisschen zwei Stereotype versucht zu vermischen. Und zwar ist sie einerseits, möchte sie ein Computerhirn werden, ist ein Geek, also ist da sehr, ja, in diese Richtung gehend und ist andererseits tanzwütig. Und ich dachte mir, dass sie wahrscheinlich auch ein Sim ist, der sehr extrovertiert ist und der sehr gerne unter Leuten ist und die sehr viel ausgeht. Und das ist so ein bisschen, damit wollte ich das so ein bisschen aufbrechen, dass sie ja gleichzeitig auch Computerhirn ist und Geek, weil ich das Gefühl habe, häufig verbindet man das eher mit Leuten, die vielleicht eher schüchterner sind oder eher Einzelgänger sind und so. Und das wurde dann so ein bisschen dadurch geändert. Und ich liebe ihre mandelförmigen Augen und ihre bunten Haare zusammen. Und auch ihr Kleidungsstil, finde ich, ist so sehr, sehr bunt. Aber ich finde, das ist auch einfach, ich finde, viel davon würde ich in einem Erwachsenen-Sim nicht unbedingt anziehen. Also es ist eher irgendwie wirklich sie. Die Teenie-Kultur, soweit sozusagen, die hat sie hier wirklich vereinnahmt und zeigt sie dadurch und so weiter. Und ja, es ist sehr bunt und auch in ihrem Apartment, so das ganze Apartment ist relativ in neutralen Tönen gehalten und teilweise auch recht klassisch und so weiter. Aber ihr Zimmer ist ganz, ganz anders. Und genau, und ich liebe auch irgendwie so ihre bunten Haare immer mit dieser Kappe. Das habe ich ihr in ein paar Outfits gegeben, das fand ich auch echt cool. Und ja. Das ist Cassie soweit. Ich habe mir vorgestellt, dass Cassie vielleicht zu ihren Eltern hier kam, als sie vielleicht so 2 Jahre alt war, also als Kleinkind. Ich würde sagen, sie weiß wahrscheinlich nicht mehr so viel von ihren leiblichen Eltern, kann sich nicht mehr so wirklich an sie erinnern. Aber ich glaube auch, dass das für sie, also dass sie das eben auch für sich akzeptiert hat. Also dass halt jetzt Dean und Jareth für sie ihre Eltern sind und sie daher irgendwie keine irgendwie traurigen Emotionen oder Gefühle oder wie auch immer deshalb hat, dass sie sich an ihre leiblichen Eltern nicht mehr erinnern kann. Und hier ist Tommy. Ich habe mir vorgestellt, Tommy kam wirklich als Baby vielleicht in die Familie und er ist ein sehr, sehr schlaues Kind. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Dean und Jeff vielleicht mit ihm ins Museum gehen am Wochenende oder so und keine Ahnung, mit ihm zusammen die Sendung mit der Maus gucken oder irgendwie so Sachen machen. Und ja, es ist gerade eine Fliege von draußen in mein Zimmer geflogen und super nah am Mikrofon vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, das Gesumme. Das war eine Fliege. Ach ja. Und ich stelle mir auch vor, dass ja, die beiden Eltern sozusagen den Kindern auch in ihrem Ausdruck sehr viel Freiheiten lassen. Also, dass sie, obwohl ihr eigener Stil und Geschmack ganz anders ist als zum Beispiel der von Cassie, sie trotzdem ihre Tochter darin unterstützen, was sie selbst schön findet und was sie selbst auch machen möchte. Und hier haben wir Jareth, hier haben wir Dean. ich finde, Dean ist total goldig geworden. Also, gerade hier auch mit der Brille und in dem Pullover. Es ist irgendwie ein sehr goldiger Sim. Hier haben wir Cassie mit ihren bunten Haaren und ihrer pinken Jacke. Und ja, hier haben wir den kleinen Tommy. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!